Ahoi, ihr Freibeuter der Brettspielmeere und Rätselnerds. Und schön, dass ihr wieder mit an Bord seid. Heute haben wir Tag 15 und somit auch das Türchen Nummer 15. War das nicht gestern geil und schnell gelöst, das mit den Rotweingläsern, mit den Sternen, Geschenken und Kugeln oder so ähnlich? Dann gehe ich einmal davon aus, dass wir heute dass wir wirklich schnell auch durch dieses Rätsel durchkommen. Weil ich habe so das Gefühl, dass unser momentaner Seegang relativ glatte Oberfläche gibt. Das heißt, wir sollten schnell weiterkommen. Ob dem so ist, das werden wir sehen, nachdem ich jetzt einmal die Geschichte gelesen habe. Und deswegen ab in die Story. 15. Dezember. Als du die nächste Türe öffnest, schlägt dir die Kälte entgegen. Was für ein Temperaturunterschied. Du blinzelst kurz. Denn von überall her funkeln Eiskristalle. Als du ein paar Schritte in den Raum hineinmachst, rutschst du beinahe aus. Der Boden ist ganz mit Eis und Schnee bedeckt. Und plötzlich wird dir klar, wo du gelandet bist. Im Stall der Schlittentiere. Die warten hier bereits aufgeregt auf ihren großen Auftritt, in der Weihnachtsnacht den Schlitten ziehen zu dürfen. Sofern die Weihnachtsnacht in diesem Jahr überhaupt wie geplant stattfinden kann, denkst du bitter. Aber du hast gar keine Zeit, über deine Sorgen nachzugrübeln, denn schon watscheln die Schlittentiere auf dich zu. Bitte umblättern. Dutzende Pinguine umringen dich aufgeregt und versuchen ein paar Plätzchenreste zu ergattern, die du noch in deiner Jackentasche hast. Der Leitpinguin pickt hartnäckig auf deinen Unterarm ein. Er scheint dir etwas Wichtiges mitteilen zu wollen. Oh, er hat ja etwas im Schnabel. Einige Stück bedruckte Papier und ein paar Fetzen Klebeband. Seltsam. Sehr seltsam. Öffne jetzt Türchen 15. Dahinter findest du 4 Rätselkarten O1 bis O4, ein seltsames Teil Sticker. Naja, das war mal die Story. Jetzt schauen wir uns noch einmal genauer an, was wir hier haben. Das heißt, hier haben wir einen Schlitten, Geschenke, Wege, Sterne, Sternschnuppen in unterschiedlichsten Größen, Formen, also Formen, vor allem Farben. Auf der Rückseite ebenfalls, da haben wir aber nur 3 derer und eine Sternschnuppe. Das wird wieder so ein bisschen ein Knobel und Rätsel, Rätseln sind es ja alle, aber so, wie lege ich was zusammen, wie passt was ineinander? Rätsel sein. Und dazu brauchen wir natürlich die Rätselkarten, weil die werden uns wahrscheinlich doch ein wenig vorgeben, wie wir das legen sollen. Um das herauszufinden, öffnen wir einfach einmal unseren Adventskalender und dann unser gestrig gefundenes Türchen Nummer 15. So, Perforierung. Ah, wieder mal eingedrückt. So, wieder ein Bildchen, diesmal ein Eimer und da hängt scheinbar eine Fischflosse heraus. Wir checken mal ganz kurz. Okay. Ja, Pinguine. Der Leitpinguin mit ein paar Fetzen bedrucktem Papier im Schnabel. An der Tafel hängt aber noch ein Stückchen Fetzenpapier. Ich zeige euch das wieder. Seht ihr? Hier hinten habt ihr diese Tafel mit dem Fetzenpapier und daneben habt ihr eben den Leitpinguin stehen. Gut, jetzt schauen wir mal, was die Rätselkarten uns sagen wollen. O1. Erst musst du mit der Schere ran, damit man richtig puzzeln kann. 13 Teile leg geschwind, bis alle Spuren verbunden sind. Du sollst den Schlitten sicher lenken, bis zu dem Stapel mit Geschenken. Ist das erledigt? Nimm zur Hand das weihnachtliche Klebeband. Kleb sorgfältig die Streifen auf, achte dabei aber drauf, die kleinen Sterne hier und dort, kleb sie nicht zu, sonst sind sie fort. Um jetzt die Lösung zu erhalten, musst du nur noch etwas falten. Das Wie und Was muss dir verraten, eine dieser Rätselkarten. Ach, noch ein Tipp beim Wort Reset. Von vorn geht's los, das wäre nett. ABC,
Hier sehen wir, wie gefaltet werden muss. Von gelben Stern auf grünen Stern, von blau auf orange. Okay, das werden wir uns dann anschauen, wenn wir es richtig gelegt haben. Und wie war das? Da unten steht nämlich, also steht zweimal Reset. Ach, noch ein Tipp beim Wort Reset. Von vorn geht's los, das wäre nett. Okay. Ich würde mal davon ausgehen, So, das sind die Klebstreifen, okay? Ich würde mal wirklich, wirklich fest davon ausgehen, dass die drei Faltformen uns, wenn wir es richtig falten, Zahlen ergeben werden in der Faltstruktur, die wir haben. Ob das wirklich so passt, würde ich sagen, zerschneide ich das einmal, das wird kurz dauern und wir sehen uns danach wieder. Fertig sind wir mit dem Umatumschnipseln. Ich habe jetzt einmal hier alle meine Schnipseln aufgelegt. Während dem Schneiden habe ich mir die Frage gestellt, was ist mit der Rückseite? Was ist, wenn ich da jetzt was vertausche? Aber ich bin dann drauf gekommen, auf der Rückseite gibt es eben keine Verbindungen. Das heißt, die Rückseite ist dann nur wichtig wegen Zusammenfalten. Ja, das heißt, wie wir falten, gibt uns diese Karte eben aus. Die zeigt uns dann, wie wir zu falten haben. Wir haben mit der Schere dran 13 Teile, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, sehr gut. Dann ist die Frage, bis alle Spuren verbunden sind, du solltest den Schlitten sicher lenken bis zum Stapel mit Geschenken, das ist klar. Die Stapel der Geschenke sind hier, hier ist der Schlitten. Wenn wir das erledigt haben, nehmen wir unsere Klebestreifen zur Hand und dann muss geklebt werden, nicht die Sterne, nicht die Sternschnuppen abgeben, weil sonst sind sie weg. Ich würde mal sagen, auch hier mache ich jetzt einen Schnellvorlauf dann, wenn ich anfange zu puzzeln, weil ich nicht weiß, wie schnell ich vorankomme mit der Puzzelei. Ich glaube aber, um ein bisschen einen Anhalt zu haben, wie gepuzzelt werden muss, haben wir, wenn ich mal das gut sehen kann, hier im Eck haben wir ein helles Quadrat. Und ich glaube, das sind die Indikatoren, dass ich weiß, dass diese beiden Teile zusammenpassen, wenn sich daraus eben ein Ganzes ergibt. Und das haben alle irgendwie hier. Somit weiß ich, bei welchen ich mehrere anlegen werden muss und bei welchen weniger. In diesem Sinne würde ich jetzt einmal sagen, ab geht die wilde Fahrt mit dem Schlitten zu den Geschenken. Gut, wir hätten das geschafft. Und jetzt würde ich einmal sagen, fangen wir zu falten an. Wir müssen gelben Stern auf grünen Stern falten. Jetzt ist aber die Frage, die haben unterschiedliche Formen, also hätte ich doch recht mit unterschiedlichen Formen. Wir haben jetzt die Sterne mit 1, 2, 3, 4, 5 Spitzen, nicht Kanten wie beim letzten Mal,
Das heißt, wir falten diesen grünen Stern auf den grünen Stern, der gleich anbei ist. Okay? Wir falten das einmal da rüber. Ah, so kommen auch die Hinterseiten zum Tragen. Okay, gut. Dann falten wir blauen Stern auf orangenen Stern. Auf orangenen Stern. So. Okay. Dann falten wir schwarzen Stern auf roten Stern. So wieder darüber. Und dann falten wir violetten Stern auf weißen Stern. Und ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ich würde sagen, das ergibt eine 0. Also A ergibt eine 0. Dann haben wir noch B und C. Gut. So, dann machen wir das wieder auf. Gut. Machen wir es wieder auf. Jetzt geht's los mit den Sternschnuppen. Gelbe Sternschnuppe auf rote Sternschnuppe. Okay? Blaue Sternschnuppe auf grüne Sternschnuppe gefaltet, mit allen rundherum. Und dann hätten wir eigentlich noch eine Sternschnuppe, und zwar diese. Und ich würde sagen, wir hätten bei B eine 4. Gut. Wir hätten bei B eine 4. Und zu guter Letzt haben wir jetzt die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zackigen Sterne. Da fangen wir an mit Gelb auf Blau gefaltet. Gelb auf Blau. Rot wird auf Grün gefaltet. Okay. Okay, und ich glaube, wir sehen alle, was es ist. Es wird eine 3. Ja, einer, Blödsinn. Ja, es wird eine 3. Eine 3. Ich bin schon die ganze Zeit, das andere ist ja eh. Eine 3. 0, 4, 3, würde ich einmal sagen. 0, 4, 3, würde ich einmal sagen. Gut. Wir machen das einmal auf. Trommelwirbel. 0, 4 und die 3. A, B, C. Wir schauen von der 15 weg. Wir gehen rüber. Wir gehen schräg rauf. Wir gehen schräg runter. Wir haben runder Kreis, Stern und Viereck. Yes, yes, yes. Yes. Das heißt, hier haben wir Türchen Nummer 16. 16, 16. Ja. Kurzer Recap, Zusammenfassung. War ein cooles Rätsel. War jetzt aber meiner Meinung nach nicht so dieses Logik-Denk-Rätsel, sondern mehr dieses eben Falträtsel. Pick ich es richtig? Und das kostet halt ein bisschen Zeit, das Ausschneiden, das Richtige zusammenpicken. Und dann das Falten von sich aus geht eigentlich relativ schnell. Das sind, wie gesagt, sicher natürlich logische Rätsel. Aber eher kann ich schneiden, kann ich bitten und logisch denken schon. Wurscht. Es ist cool und es macht das Ganze etwas schneller und einfacher. Drum würde ich sagen, wir bleiben auf dem Flow jetzt da. Der Wellengang ist noch immer ruhig. Das heißt, wir kommen da schneller voran. Der Wind bläst zwar, aber die Wellen, also das Meer ist ruhig. Und ich glaube, das nutzen wir aus. Und somit schauen wir, dass wir schnell morgen zu Türchen 16 kommen. Und dass wir da auch einigermaßen schnell vorankommen. In diesem Sinne, liebe Crew, liebe Rätselfreaks, Nerds und Brettspiel-Freibeuter. Wir sehen uns morgen erholt, munter, mit voller Elan bei Türchen Nummer 16. Bis dahin, euer Sascha, der Kapitän und Brettspielpirat. Wird euch!